bleibt so, das ist voll gut. Ich will zu Protokoll geben, dass ich nicht verantwortlich bin für die Studiodekoration. Also ich habe hier nichts gegen Santis Bananenwahnsinn. Aber man könnte erahnen, wenn man es nicht am Titel erlesen hätte, worum es heute geht. Die ganze Welt schimpft über teure Grafikkarten, aber da gibt es eine ganz teure, die ganz wenig leistet. Also die ganz teuren Grafikkarten, die leisten ja wenigstens was. Sowas wie die, weiß ich nicht, 4090 oder so. Aber da gibt es noch ganz andere Hersteller, ne? Also Nvidia ist ja gar nichts gegen Voodoo. Ja, warum steht das überhaupt da? Was aussieht das da? Oh nein! Oh Gott! Welche Grafikkarte ist grün, sauteuer und nicht von Nvidia? Da ist was gespawnt, was den Raff gleich ganz wuschig gemacht hat. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung davon. Für mich ist Voodoo immer noch irgendeine komische Religion, die nichts mit Grafikkarten zu tun hat. Mit so kleinen Puppen und so Nadeln. Ich wusste nicht, dass wir so viele Schätze hier im Haus haben. Also, dass dieser ganze antiquierte Elektromüll... antiquiert... Naja, es ist eine schmale Grenze zwischen Elektromüll und Sammlerstück, offensichtlich, oder? Oder kann ich so sagen? Ja. Ja, okay. Kurzum, eine Voodoo 5 6000 Revision 3700A mit 128 Megabyte. Mega, nicht Giga. Gibt es bei eBay zum Ersteigern für jetzt schon 12.500 Euro. Oh, ist wieder gestiegen. Und Raff, jetzt sagst du uns allererstes, warum ist das von öffentlichem Interesse, warum sitzen wir hier? Diese Grafikkarte sollte ursprünglich im Jahr 2000 erscheinen und Nvidia das fürchten lernen. Hat nicht geklappt, weil die haben das Teil niemals final fertig bekommen. Es gab Riesenprobleme mit der Hardware, einfach weil das Ding einfach ein bisschen wahnsinnig ist. Das kann man auch erahnen. Anhand des Layouts und deswegen gab es nur Prototypen davon, also niemals Serienfertigung, nur Prototypen unter 100 weltweit bekannt. Die sind alle im Umlauf und alle Jubeljahre erscheint mal so eine zum Verkauf und da stürzen sich natürlich die ganzen Verrückten drauf. Okay, aber du hast so eine, oder? Ich habe so eine, ja. Allerdings habe ich damals, und das war wirklich auch rückblickend gerade ein Schweineglück, ich habe sie für 750 Euro bekommen. Wann hast du sie gekauft? 2006. Hat sie noch 750 Euro gekostet. Wobei das, wie gesagt, Glück war. Also so 1000 Euro waren damals relativ normal für eine funktionierende Karte. Und das war wirklich Glück in dem Fall. Und das war ja auch nur 6 Jahre her. Also 3DFX war 6 Jahre tot. Jetzt sind es halt schon 22 ein paar zerquetschte Jahre. Also es ist schon ein Unterschied. Und die werden ja auch nicht jünger, die Teile. Und tendenziell gehen die auch noch ein bisschen kaputter und werden seltener. Ist deine jetzt genauso viel wert? Also ist das so eine, das wie ist du exakt hast? Diese Revision. Also es gibt ja, ich meine, 5 Revisionen der Karte. Einfach, die haben wirklich versucht, im Laufe der Wochen des Jahres 2000 das Ding ans Laufen zu bekommen. Es war nie stabil, hat auch niemals geklappt. Deswegen wurde es gecancelt im November 2000. Und alles, was damals die Fließbänder verlassen hat und auch angefummelt wurde von den Ingenieuren, ist jetzt im Umlauf bei Sammlern und bei eBay. Kann man damit noch überhaupt irgendwas machen? Also kann man die wirklich in Betrieb nehmen oder ist das ein luxuriöser Briefbeschwerer? Das ist schwierig, was du vorhast. Also Retro-Spiele sind damit richtig geil. Da hatten wir auch schon mal es gibt ja mittlerweile diese Replik-Geräte für 1500 Dollar, also echte Schnäppchen im Vergleich. Damit kann man alte Spiele in sehr schöner Qualität spielen. Also zum Beispiel Unreal aus dem Jahr 1998 kannst du damit maximaler Qualität zocken und flüssig. Oder andere Sachen. Es gibt ja Spiele, die laufen nur mit 3DFX Glide API. Jetzt stellt man sich vor, man hat so ein Ding ersteigert, kriegt sogar die restlichen Teile. Man braucht ja einen PC drumherum auch noch. Mit AGP, einem alten AGP-Slot. Und dann geht die Unreal CD nicht mehr. Oder waren es noch Disketten? Dann kaufst du die einfach für 1 Euro nach, weil die ist billig. Ach, okay, das gibt's noch. Na gut. Hat man halt auf dem Heft, glaube ich. Also der Punkt ist, es ist eine unfassbar seltene Grafikkarte, während so eine 4090 ist Massenware dagegen und ein echtes Schnäppchen, wie man hier sieht. Man muss ehrlich sagen, Grafikkarten als Wertanlagen ist ja schon außergewöhnlich. Also das sind wirklich die einzigen Grafikkarten, hier auch so ein Zeug mit Verpackung geht auch für wahnsinnige Summen weg mittlerweile. Das war kurz nach der Jahrtausendwende nicht so, die waren relativ günstig. Ich weiß noch genau, ich habe damals eine Voodoo 5 5500, also das halb so geile Modell wie die, für, keine Ahnung, 50 Euro gekauft. Ja, mittlerweile zahlst du dafür 200 oder so, also es ist wirklich pervers, wie es einfach durch 50 Euro für eine Grafikkarte, so weit waren wir mal. Ja, richtig krass. Also, warum jetzt alle hier so steil gehen, ist wahrscheinlich einfach der Punkt, erstens mal, das passiert nur alle paar Jahre mal.
dass sowas zum Verkauf ist. Es ist eine von den Final Revisions, also von den Teilen, die auch praktisch nutzbar sind, weil die wurden erst im Nachgang von einem X3DFX-Entwickler fit gemacht. Da gibt es ja dieses sogenannte PCI-Rework. Da wurde so ein Draht gespannt an die richtige Stelle, damit da alle Signale so fließen, wie sie sollen. Und erst jetzt sind diese Teile stabil. Also erst Jahre, nachdem 3DFX tot war, haben sie das hinbekommen, also ein Mensch hat das hinbekommen, dass die Teile stabil laufen. Deswegen sind ja auch was wert, um sie zu nutzen und nicht nur in Vitrinen. Wie hat man dann Draht über zwei Kontaktstellen gespannt und dann gemerkt, oh ja, da hat der Widerstand gefehlt? Und so in der Art. Also das ist wirklich ein Borddesign-Fehler. Der wurde auch niemals in Serie, also es gab ja keine Serie, es wurde niemals gefixt bei den Prototypen. Das wurde im Nachgang gemacht. Und mit dieser Karte ist das, also dieses weltbekannte 8-fach-Supersampling ist nutzbar, stabil nutzbar. Und das, siehst du gerade, da gibt es ein Video dazu. Da, ja, irgendwas beleuchtet. Wollen wir das schnell anschauen? Oder? Das ist bestimmt wunderschön. Wow. Boah, Nvidia. Jetzt machen wir ein React drauf. Der hat ein EVGA SATA-Kabel dran. Nicht SATA. Es hat aber absichtlich grün beleuchtet, oder? Damit man so das hässliche Interieur. Was war noch früher mit oh, Half-Life-Teilnehmer. Oh, hi, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, Wahnsinn. Aber das waren. Ach so, ich dachte, da zeigt die Grafikkarte im PC und nicht, was man damit spielen kann hier in ganz schnell. Das ist wirklich ein Teilnehmer. Das soll wahrscheinlich jetzt ein FPS-Wert sein. Wow. 145. In Half-Life. In Wahnsinn. Half-Life. Das müsste aber Posing sein. Was mit einem CRT-Monitor ist ja lasch. Also. Was denn, der hat voll viel Herz und so. Ja, ja, eben, deswegen. Was mir hier gefällt, ist, sag ich mal, das Fenster da drin. Früher hatten die Gehäuse noch kein Fenster. Das musste man noch selber reinfräsen. Genau. Da gab es ja noch, das flinken wir hier oben, da gab es so ein Tutorial damals für uns, wie man sich ein Fenster in ein beiges Gehäuse macht. War es beige, glaube ich? Oder ich glaube, original war das weiß, später war es beige. Ja, herrlich. Ach Gott. Wie vermisse ich sie, die eierfarbenen Plastikgehäuse. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern die tollen Voodoos. Sind da welche drin? Wir tun jetzt mal so, als hätten wir sowas ersteigert und dann kriegt man sowas. Ich mach mal eben noch das Heft auf. Wir hatten nämlich hier im Jahr 2000 nicht so eine Vorschau, da ist der Thilo ist stolz drauf. Thilo ist angeblich schuld, dass 3DFX pleite gegangen ist, weil er gesagt hat, in diesem Artikel... Das Video, das verlinken wir ja auch hier. Ja, hier. Wir hatten damals Besuch von 3DFX und wir haben damals auch in einem Nebensatz geschrieben, dass die nicht stabil lief. Das steht hier, schwarz auf weiß. Das sieht man jetzt sicher nicht, aber es steht hier irgendwo im Text und ja. Das war jetzt die Vorschau auf das, was kommt. Das Teil wird niemals auf den Markt kommen. Schade. Früher war sie noch nackt, im richtig schönen Platinengrün. Das hatte noch viel mehr Style als jetzt so ein RGB-Kühler Backplate und der ganze neumodische Krampf. Kann man auch sehen, ne? Einen VGA-Anschluss. Ach, herrlich. Ach Gott. Das ist noch so ein Problem. Also ihr braucht nicht nur einen AGP-Member für so eine Voodoo 5600, sondern auch einen Monitor, der halt D-Sub, also VGA-Kabel benutzt. Insofern, ja, wie gesagt, am besten so ein CRT. Das ist super einfach. Retro. Auf jeden Fall ein CRT in einem LCD, also einem Flüssigkeits- auf so einem Lüfter. So einer hockt heutzutage auf einer SSD, denke ich mal. Man muss wirklich sagen, also im Vergleich zu aktuellen Grafikkarten, wahrscheinlich ist so eine 4090 macht mit dem Transistor links oben mehr Leistung als so eine Grafikkarte aus dem Jahr 2000. Es ist wirklich pervers. Die Teile werden ja auch in 250 Nanometer Fertigung gebaut, auch bei TSMC damals uns. 250, jetzt haben wir vier? Fünf? Vier? Ja, fünf. Es sind fünf. Vier bei Nvidia. Aber es sind fünf. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Aber das ist jetzt hier die Single-Chip-Version und die Voodoo 5600 ist halt viermal so geil, weil sie viermal so viele Chips hat. Und das skaliert auch wirklich viermal so doll. Also das ist viermal so schnell in hohen Auflösungen wie damals 1600 mal 1200. Und ja. Wie viele Voodoos gab es denn so? Drei, vier, hier jetzt fünf für 12.000 Euro. Was sind die übrigens wert, wenn wir die jetzt... Wenn ich jetzt kündigen würde und... Nee, das funktioniert nicht. Das kannst du mir da sagen. Also das ist ja, wie gesagt, die Massenware. Die gab es ja auch im Laden. Das ist ja langweilig im Vergleich. Die ist auch ganz ehrlich, die ist ziemlich langsam. Also die kleine Voodoo 4 hier ist nicht so geil. Die ist natürlich schön, wenn man die mit Packung hat. Da stehen auch lustige Dinge drauf, wie Ultra Fast, 32 Megabyte. Steht ja auf jeder Grafikkarte. Also. Ja, die ist eine faster als die andere. Das ist der absolute Wahnsinn. Aber alles relativ früher, vor 20 Jahren, war alles Ultra Fast. Ja. War halt überhaupt eine Grafikkarte zu haben, Ultra Fast, oder? Das Witzige ist ja auch, was dann da damals für Bildraten so gewünscht war. Ne? Da hat man ja damals, im Jahr 96, hat man auf einer Voodoo 1 Quake gezockt und hielt das für flüssig, wenn heutzutage jeder sagen würde, bist du besoffen? Das ist doch nicht flüssig. Ne? Also das ist wirklich so 15 bis 20 FPS gewesen. In einer Auflösung, wo heutzutage nicht mal mehr, keine Ahnung, Avatare in Foren ausgegeben werden. Also das ist, ja, das waren schon wilde Zeiten. Das muss alles 120 Hertz haben. Haben ja auch alle Bildschirme. Ne? Haben jedes Handy 120, ja gut. Meinst du nicht? Ja, gut, du hast ja ein prähistorisches, also das ist
es gibt ungefähr 100 Prototypen, ne? Diverse Revisionen. Manche gehen gar nicht, weil das waren die ersten Revisionen. Die wurden noch so mit so Intel-Brückenchips gebaut. Was hast du da jetzt für eine Liste gefunden? Ja, so eine kleine Prollliste. Also es gibt sehr wenige Leute, die so eine Karte haben. Da haben sich die verbliebenen Fans eine Liste gemacht, also die Zeit genommen, zu gucken, wer auf der Welt hat so eine Karte. Und da sieht man auch, dass da einiges davon defekt ist. Und es gibt auch. Bist du der Raff? Habe ich schon mal gehört, glaube ich, ja. Genau, da bin ich wohl. Und es gibt wirklich sehr wenige Leute, die auch so eins von diesen Netzteilen haben. Das ist irgendwas, was auch viele nicht wissen. Die Voodoo 56000 hätte eigentlich mit einem externen Netzteil ausgestattet werden sollen. Na, da war so ein Plug vorne. Und hätte man die mit Strom versorgen müssen, weil die damaligen AGP-Slots nicht die wahnsinnige Leistungsaufnahme von ungefähr 50, 60 Watt bereitstellen konnten. 50. Boah, die Auflösungsliste. Damals gab es schon 2048 mal 1536. Ja, 4:3. Oh, herrlich. Unglaubliche Daten. Guck mal hier, bislang unerreichte 7 Millionen Triangles pro Sekunde. Wir haben es außerdem noch geschafft, DVD-Hardware-Unterstützung vorzusehen. Scharfe, glatte Videodarstellung bei 30 Bildern pro Sekunde. Automatische Kanonisierung? Was ist denn das? Kanonisierung? Das klingt wie so ein Aimbot, oder? Stimmt. Visuelle Stimuli der Spitzenklasse. Das ist eine verschweinte Grafikkarte. Der Wahnsinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Karten hier und die Voodoo 56000 auch, die können 3DFX Glide, also das DirectX 12 oder Vulkan der Jahrtausendwende. Und damit könnt ihr alle alten Spiele zocken. Geil. Deswegen eine uneingeschränkte Kaufberatungsempfehlung der schönen Karte für nur 12.000 Euro. Ich muss, ja genau, so das Problem an der Sache ist, es ist so ein bisschen wie mit Apple oder mit, was weiß ich, AMD-Aktien. Hätte man vor ein paar Jahren kaufen sollen. Jetzt ist das Kind im Brunnen. Jetzt hat nur der Raff eine. Jetzt hat nur der Raff eine. Und um Anfragen vorzubeugen, ich werde sie nicht verkaufen. Es tut mir leid, ich werde diese Grafikkarte niemals verkaufen. Das habe ich damals schon gesagt, auch nicht für 10.000 Euro. Nein. Hat sie ja nie einen Wert, wenn du sie nie verkaufst. Ist völlig wertlos, ja. Eigentlich eben. Es ist halt eh Schrott. Dann geht sie irgendwann kaputt und es war nur für 750 Euro. Der Raff würde ja gern mitbieten, aber er hat leider schon eine. Ich habe da immer noch vor, die Karte übrigens mal in einem aktuellen Parcours zu testen. Hat bisher nicht geklappt, weil es ist eine Zicke. Also das ist auch wieder so eine Warnung. Kaufwarnung definitiv, weil das ist eine Diva und das läuft nicht auf jedem System, das Teil. Also selbst wenn ihr eine kauft für 10.000 Dollar oder Euro, müsst ihr auch noch ein System zusammenstellen, das das Ding mag. Disclaimer, damit kann man nicht spielen. Doch, Tetris und Unreal. Und Minesweeper und Pac-Man. Jetzt lassen wir es langsam ausfaden. Zu lustig, genau. Bla, bla, bla.